Einer hat mich gerade angerufen und hat gesagt, Yunus, kannst du mich kurz abholen? Die weiß nicht, dass ich mit dem S3 gekommen bin. Aydan, komm doch! Hey! Hey, bist du verrückt? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz Story. Einer hat mich gerade angerufen und hat gesagt, ich bin im Sonnenstudio. Ja, ob du mich abholen kannst? Ich habe gesagt, natürlich, kein Problem. Aber was sie nicht weiß, ich komme mit meiner S3 dahin. Ja, die hat natürlich die Videos gesehen, ist klar. Aber die weiß nicht, wie der abgeht. Und deswegen werde ich sie jetzt abholen. Und danach werden wir eine Runde damit fahren. Die Reaktion von Aydan sehen. Die wir bestimmt jetzt nicht vor die Kamera. Egal, die Reaktion können wir ja sehen. Mal schauen, ob der überhaupt anspricht. Uiuiui. Ach komm doch, komm bitte. Bitte, bitte, bitte. Alle meine Autos haben irgendwelche Probleme. Ich glaube, abends kommt der Stromteufel und frisst sich die Batterien leer hier. Das gibt's doch nicht. So, aber ich habe hier mal was Neues bekommen von Autowit. Die Kabel sind schon mal geil. Ah, oh. Was steht da? 11,8. 12%. Ach so, ich habe mal gesehen, das ladet sich hiervon. Das heißt, in 3 Minuten soll der angeblich vollgeladen sein. Gut, dann warten wir mal 3 Minuten. Mal schauen, ob wir dann 100% erreichen. Da bin ich mal gespannt. Achtet mal. 97%. Ich habe gerade eine Zigarette angemacht. Also, so viel ich verstanden habe, das Ding ist jetzt vollgeladen. 98%. Davor war ja 11,8, jetzt haben wir 10,7. Das heißt, die Batterie hat dieses Teil jetzt aufgeladen. Also das wird jetzt krass. 99% haben wir schon. Guck mal. Power. Okay. Boah, was? Okay. Und jetzt soll man starten. Krank. Das Ding ist krank. Habt ihr das gesehen? Ich habe mit 0%, ich habe das Original rausgeholt, reingesteckt, er hat sich aufgeladen und danach einmal hier auf den Knopf gedrückt und danach ist das Ding angegangen. Krass! Also das tue ich einmal in die Videobeschreibung, Autowit. Respekt, kann man sich gönnen. Das Ganze werde ich unten nochmal verlinken. So, jetzt holen wir Aydan ab. Aydan, ich bin noch hier. Oh, die weiß nicht, dass ich mit dem S3 gekommen bin. Aydan, komm doch! Ich bin's! Gekommen, ja. Heute. Komm. Okay. Fahren wir eine Probe. Hast du gar nicht erkannt? Habe ich schon gemerkt. Dann kann ich dich ja aufnehmen. Aydan war schon verwundert, dass ich mit dem hier gekommen bin, weil Aydan, du bist noch nie mit dem mitgefahren, Aydan. Nein, das ist gut. Vergnügen hatte ich noch nicht. Ich habe extra noch nicht beschleunigt. Die Aydan guckt weiter so. Ich habe Angst. Warum hast du Angst? Oh mein Gott. Das Geile ist, mit der Lupo bist du ja auch nie mitgefahren. Den habe ich einmal gefahren, aber... Da war er noch nicht richtig abgestimmt. Ich glaube, da hat er den anderen Turbo noch drin gehabt. Genau, genau. Dort ist er mit der ersten Generation noch. Ja. Mit dem 400 PS hat sie den noch nie gefahren. Ah. Hier hat sie ja mitgefahren gehabt, wo er noch so an die 400 PS war. Das weiß ich nicht. Den hier? Oder ich glaube nicht. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich bin den wirklich noch nie mitgefahren. Okay, dann ist schön. So, ich mach zweite Gang kurz. Ganz kurz. Ey! War das so schlimm? Oh mein Gott! Das war noch gar nichts. Also. Oh mein Gott. Also wir haben heute, glaube ich, sehr viel Lachen. Der geht ab. Ey, hast du meine Sitzheizung an? Ja. Wow, ich habe... Oh, wie schön. Ich habe Sitzheizung an. Oh yeah. Ach, guck mal, hier auch. Ja. Extra für Aydan, siehst du. Ich wusste nicht mal, dass ich Sitzheizung habe. Ich auch. Schön. Ja. Ich denke, was ist denn da? Es ist schon... Man merkt schon die Power, ne? Das ist echt... Das Auto ist aber auch sehr laut, ne? Ja.
Einzellentechnologie. Ungefiltert, ne? Ungefiltert, so schönes Zeug. Schon, wie die Aufnahmen sein werden. Aufnahmen so. Und dann noch so ein Hintergrund. Ah! Ja, was soll ich denn machen? Boah, ey, also der geht echt ab. Hammer, ne? Hammer. Hast du gesehen, wie der Turbo kommt? Im dritten Gang sind die Reifen durchgedreht. Du hast es gar nicht mitgekriegt. Aber hier ist alles vorhin durchgedreht, habe ich das Gefühl. Ja, also da ist der schon. Krass. Also echt, so viel habe ich nicht erwartet. Hast du nicht? Nein. Ich meine, du kennst mich ja, wie ich reagiere, ne? Ich mein's ernst. Deswegen wollte ich die Reaktion Krass. Auch. Wo du gesagt hast, hol mich ab. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich kann dich nur mit dem A3 überraschen. Das ist wahnsinnig, ja. Deswegen. Zweite können wir gar nicht drücken. Und dritte habe ich auch nicht ganz durchgedrückt, weil du hast auf dem trockenen Fahrbahn, hatte ich das Gefühl gehabt, der hat voll nach rechts. Ja, vorhin, wo du das erste Mal so richtig Gas gegeben hast. Ja. Auf der Autobahn, wo wir drauf waren. Ja. Boah, da ging der ab. Ja. Da habe ich echt gedacht, so nach rechts, nach links, irgendwie von überall irgendwie, ne? So. Ja, da musst du aufpassen. Also, das ist auch kein Auto für Anfänger. Ja, da musst du erfahren sein, ne? Ich sage ja nicht, dass du jetzt Anfänger bist, aber ich meine, ehrlich, du musst dich in. Das ist so ein Auto, das musst du erstmal zähmen, erstmal verstehen. Erst ja, mal und das stimmt. Fühlen. Fühlen, eine. Ja. Aber. Schön, dass du diese Reaktion jetzt mit mir einmal geteilt hast. Also, das ist schon, war schon geil. War geil, ne? Auf jeden Fall. Ja, gut. Dankeschön. Gerne, was isst du da? Einmal Lolli. Wo hast du die her? Frau Peter, für den Mittag. Hey Peter, ich klau mir auch mal einen her. Dankeschön. Alles klar, John. Und Eidosch, wie war's? Sehr schön. Echt? Ja. Langsam habe ich mich dran gewöhnt, glaube ich. Aber immer noch Spaßfaktor hoch. Das ist schon 10. Das ist schon krank, ne? Sehr schön. Also, macht Spaß auf jeden Fall. Mit Allrad drehen wir die Reifen durch, so nebenbei. Mit Allrad, ja. Allrad, kein Grip. Kein Grip. Krass. Das ist schon, wenn der Turbo einmal kommt, ist es vorbei. Jetzt weißt du, was ich die Monate gemacht habe mit solchen Autos. Ja, hat sich wohl gelohnt, hm? Ja. Danke, dass du mitgefahren bist. Ja, danke fürs Abholen, danke für einmal das Feeling hier. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. So, bitte sehr. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott, ich bin hier eingeklemmt. So, kalt laufen lassen. Also ich muss schon sagen, der Audi ist schon geil. Also das macht Spaß. Wobei,
wir mit diesem Projekt schon lange nicht fertig sind. Es kommen noch so viele Sachen. Wir werden da mit Viertelmeile einmal nach Donkey Tech gehen. Wir werden einmal nach Mitte gehen. Einmal Leistungsmessung machen, weil wir wissen jetzt nicht, wie viel PS. Also Propometer sagt, zwischen 500 und 600 PS haben wir. Kann weniger sein, kann mehr sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn der Turbo kommt, kommt der richtig. Und das liebe ich auch bei diesen Autos. Ne? Nichts gegen Autos, die 500, 600 PS schon vom Werk haben. Weißt du, diese permanent, wie die beschleunigen, richtig geil. Bei dem ist das ja so, du beschleunigst erstmal, da kommt nichts und dann kommt der. Und das ist geil bei diesem Boost. Ja, auf jeden Fall geile Sache, auf jeden Fall. Denkt an diesen Booster. Ich werde es unten verlinken. Ich werde euch noch versuchen, irgendwie einen Rabattcode zu machen, weil das Ding ist krank. Ehrlich, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Ciao.